Ja, ich bin der Pierre Busold, lerne Straßenbau und gucke HWK TV. In 14 Tagen ist Heiligabend. Eine Zeit des Schenkens, des Genießens, aber auch der Besinnlichkeit. Handwerker sorgen mit ihren Ideen und ihrem Können für die richtige Festtagsstimmung. Konditormeisterin Alexandra Stein aus Engers hilft mit ihren süßen Kreationen. Süße Kreationen mit einer unglaublichen Vielfalt. Die junge Konditormeisterin überzeugt ihre Kunden mit außergewöhnlichen Ideen zwischen Topf und Ofen. Das Besondere, im Frühjahr hat sich Alexandra Stein selbstständig gemacht. Damals war ihr Meisterbrief quasi druckfrisch. Von der Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz wagte sie direkt den Schritt in die Selbstständigkeit. Ein Schritt, der sich in jedem Fall gelohnt hat, denn auch wenn die Jungunternehmerin nun täglich 14, manchmal 15 Stunden arbeitet, bisher keinen einzigen Tag Urlaub nehmen konnte, der Betrieb läuft. Die Kunden danken es der Konditorin, die sich bereits über viele Stammkunden freuen kann. Mit Blick auf die eigenen Erfahrungen von der Lehre bis zum Meister ein Weg, den sie auch dem Handwerksnachwuchs empfiehlt, wenn... Wenn es der Traum oder der Wunsch dieses jungen Menschen ist, dann sollte man es auch tun, dann sollte man es ausleben. Das finde ich schon. Und dass es nicht einfach ist, das weiß man. Das lernt man in der Meisterschule, das kriegt man mit in den Betrieben, wo man arbeitet. Aber wenn es einem wirklich Freude macht, lohnt sich das. Muss ich wirklich sagen. Ja, also mein Name ist Martin Meimann. Ich bin eingestellt in der Firma Häuft in Bell, die bauen Backöfen. Dafür grüße ich natürlich die ganze Firma und wünsche denen ein frohes Weihnachtsfest und halt die Leute, die hier schaffen. Zu 2009 wünsche ich mir Glück für die Arbeit, dass ich halt die Ausbildung packe. Auf jeden Fall die Ausbildung gut abschließen. Glück, viele Geschenke. Ja, gute Noten in der Handwerkskammer. Dass ich mit meiner Freundin zusammenbleibe. Ja, meiner Freundin habe ich so Pantoffel gekauft. Ist gar... Ja, Glück im Beruf, für die Schule, gute Noten. Urlaub und Geschenke. Ich habe eigentlich alles das versprochen. Ganz persönlich Gesundheit, dass mit der Familie alles in Ordnung ist. Ich wünsche mir ein gesegnetes, schönes Weihnachten. Ich bin Pascal Harnisch aus der Zimmererklasse. Ich wünsche allen Zimmerern gutes Gelingen, gute Gesellenprüfungen und frohe Weihnachten. Ja, nach der Lehre würde ich gerne Fachabi machen und als Architekt anfangen. 2-3 Jahre zu arbeiten als Fliesenleger und dann meinen Meister zu machen. Ich möchte mich auf ein Fach spezialisieren, Karosserieinstandsetzung, wenn es klappt, wenn ich was finde. Was kredenzt eigentlich ein Fleischermeister seinen Lieben zum Festtag? Bei Fleischermeister Martin Hemmeler aus Bendorf haben wir nachgefragt. Man nimmt für die klassische Rinderroulade eine Scheibe aus der großen Oberschale. Dazu braucht man frische Zwiebel. Bei uns in dem Fall haben wir jetzt getrocknete Zwiebel genommen. Kann man auch nehmen. Dann nimmt man eine Gurke, also normale Gurkenscheiben und Dörrfleisch oder halt Speck. So, die älteren Damen, die nehmen noch gerne diesen kräftig geräucherten Speck, Schweinespeck, damit die Roulade nachher auch ein bisschen saftig bleibt. Heutzutage, oder wir in Anführungsstrichen, Gesundheitsbewusste nehmen eher was Mageres und dafür dann halt dieses Dörrfleisch. Ja, und dann wird die Roulade gefüllt, gerollt und dann kann man sie entweder mit dem Holzstab oder so wie ich es gemacht habe mit Wurstgarn bisschen umgarnen und dann wird es gebraten. Also ich empfehle eigentlich unseren Kunden zu Weihnachten mal wieder einen schönen Rinderbraten zu machen. Den kann man ja in verschiedensten Varianten machen, entweder so ein schönes Tafelspitz oder auch, wie Sie hier sehen können, schöne gefüllte Rouladen, die man dann auch schon sehr gut vorbereiten kann, 1 oder 2 Tage vorher. Und dann braucht dann die Mutter zu Hause dann eigentlich an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag nur noch das Gemüse fertig zu machen. Ein tolles Essen! Ich bin die Yvonne Barnard, lerne Kfz-Mechatronikerin. Und wünsche allen ein frohes neues Jahr und schöne Weihnachten. Mit Blick auf das neue Jahr kommen bereits in den ersten Tagen große Veränderungen auf den Standort des Berufsbildungszentrums in der Koblenzer St. Elisabethstraße zu. Hier wird neu gebaut. Die vorbereiteten Arbeiten laufen bereits, so die Untersuchungen der Bodenfestigkeit. Doch dem Neubau geht der Abriss des alten Berufsbildungszentrums im Januar voraus. Über 40 Jahre wurden hier ab 1967 Lehrlinge ausgebildet, so im Friseurhandwerk oder als Bäcker und Fleischer.
Ja, hallo, ich bin der Yücel Çakmakçı. Ich bin im ersten Lehrjahr und Straßenbauer. Und ich wünsche jetzt meiner Firma Strabag alles Gute fürs neue Jahr. An meinen Verwandten, Familien und meinen Freunden. Alles Gute. Für weihnachtliche Genüsse sorgen hier die Bäckerlehrlinge im Berufsbildungszentrum St. Elisabethstraße, das im Januar abgerissen wird. Es sind die letzten Lehrlinge, die hier im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung bei der Handwerkskammer Koblenz ihr Handwerk erlernen. Ob Plätzchen oder Spekulatius oder Roggenbrot, hier gibt es das nötige berufliche Know-how. Und das seit über 4 Jahrzehnten im Herzen von Koblenz. Ein Ort, an dem für viele Jugendliche der Startschuss in den Beruf fiel. Denn auch die pädagogische Anlaufstelle mit ihren Sondermaßnahmen ist hier zu Hause, die benachteiligten Jugendlichen beim Berufseinstieg unter die Arme griff. Also ich will einmal Weihnachtsgrüße an meine Oma und an meinen Opa. Und dass es ihm halt besser geht, weil er zurzeit krank ist. Und an meine Geschwister und Eltern. Ja, ich wollte meine ganze Familie nochmal grüßen. Schöne Weihnachtsferien. Ja, ich bin der Dominik Walter, lerne Maurer und gucke HWK TV. Hallo, ich bin der Dennis Richter, ich lerne Straßenbauer und gucke HWK TV. Ich heiße Stefan Kreuf, lerne Kfz-Mechatroniker und gucke HWK TV. Hallo liebe Kollegen, ich wünsche euch allen einen schönen, gesegneten Weihnachtsfest. Ach so, ich muss gar nicht, worum es geht. Alles Gute zu Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und unser entscheidenden Hauptgeschäftsführer, alles Gute für die nächste Zukunft. Frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Ja, hallo, liebe Kollegen. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch ins neue Jahr. Vor allen Dingen kommt gesund rein. Ja, ich denke, wir sehen uns. So, liebe Kollegen, ich wünsche euch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt nächstes Jahr gesund wieder und bleibt so, wie ihr seid. Soweit so viel Vorweihnachtliches. In der kommenden Woche melden wir uns bei HWK TV mit einem Winterthema zurück. Es geht um Handwerksbetriebe, deren Hochsaison im Sommer ist. Was machen die eigentlich in der kalten Jahreszeit? Und noch ein Tipp mit Blick auf die vielleicht noch leere Fläche unter dem Weihnachtsbaum. Die Galerie Handwerk ist ein wahrer Quell toller Geschenkideen des Kunsthandwerks. Noch bis zum 24. Dezember lädt die Winterausstellung zum Stöbern und Kaufen ein. Sie finden Sie in der Ritzerstraße 24 bis 26 in Koblenz. Und damit zurück zu Björn Barth.